Im heutigen Video geht es darum, wie ihr ganz einfach mehr FPS in Warzone 2.0 bekommen könnt. Und zwar, das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist erstmal hier unten in die Einstellungen zu gehen, beziehungsweise in die Suchleiste und hier einmal Energiesparplan bearbeiten eingeben. Dann kommen wir jetzt hier hin und wir gehen jetzt dann hier oben auf Energieoptionen. Und das, was wir jetzt machen können, ist einmal hier bei weitere Energiesparpläne den Höchstleistungsmodus auswählen. Oder bei Windows 11 gibt es, glaube ich, schon ultimative Leistung. Das könnt ihr dann natürlich auch auswählen. Ist, glaube ich, sogar noch besser als Höchstleistung. Dadurch hat euer PC dann einfach mehr Rechenleistung. Der Energieverbrauch ist zwar ein bisschen höher, aber ich denke mal, das macht nichts. Hauptsache, ihr könnt dann ein bisschen flüssiger auf jeden Fall spielen. Danach können wir noch einmal hier unten wieder in die Suchleiste gehen. Diesmal gehen wir jetzt in die Einstellungen, geben das Ganze ein und können dann hier einmal auf Spielen drücken. Bei Windows 11 sollte das dann hier irgendwo an der Seite sein. Auf jeden Fall drücken wir jetzt auf Spielen. Dann sind wir hier bei der Xbox Game Bar. Xbox Game Bar natürlich ausschalten, Aufzeichnung, hier einmal Hintergrundaufzeichnung auch ausschalten und aufgezeichnetes Audio, das einmal auch ausschalten. Und jetzt ganz, ganz wichtig, unbedingt natürlich, wenn ihr ein Spiel spielt, immer den Spielmodus anhaben. Ich habe den allgemein immer an, auch wenn ich kein Spiel spiele, Spielmodus auf jeden Fall, wie gesagt, einschalten. Jetzt zeige ich euch noch eben ganz schnell, wie ihr dem Programm ein bisschen mehr RAM zuweisen könnt. Dafür gehen wir jetzt einfach hier unten in die Taskleiste, Rechtsklick auf Task Manager oder wir gehen hier in die Suchleiste und geben hier einfach Task Manager ein. Kommt ihr im Prinzip auf das Gleiche. Auf jeden Fall sieht das dann eventuell am Anfang bei euch noch so aus. Wir drücken dann auf mehr Details und kommen dann jetzt hier hin. Jetzt habe ich aber gerade Warzone hier nicht auf meinem PC installiert, deshalb zeige ich euch das Ganze jetzt am Discord. Und zwar, wenn ihr hier dann Warzone gefunden habt, Rechtsklick da drauf. Und wenn ihr jetzt noch nicht zu Details wechseln könnt, dann müsst ihr einmal kurz den Schritt machen, den ich gleich erkläre. Falls ihr aber schon zu Details wechseln könnt, dann drückt einfach schon mal da drauf. Auf jeden Fall, falls ihr das nicht könnt, einmal hier an der linken Seite das Ganze ausklappen und jetzt irgendeins von diesen Tabs hier auswählen, Rechtsklick und dann zu Details wechseln. Jetzt seht ihr hier schon, jetzt haben wir ganz viele Sachen, die Discord heißen. Bei euch heißen die Dinger denn Warzone. Das können unterschiedlich viele Dinge sein. Das kann vielleicht dreimal Warzone sein, was da geöffnet ist, oder nur zweimal oder vielleicht auch nur einmal. Ihr wählt euch jetzt auf jeden Fall alle Dinge nacheinander aus, die mit Warzone zu tun haben. Das heißt, wir drücken einfach Rechtsklick darauf, dann drücken wir auf Priorität festlegen und dann hier das Ganze einmal auf Echtzeit. Zack, Priorität ändern und machen das jetzt, wie gesagt, mit allen Sachen, die zu Warzone gehören. Schon habt ihr dann mehr RAM auf eurem Spiel und das Game sollte dann auf jeden Fall flüssiger laufen. Ich hoffe auf jeden Fall, ich kann euch damit ein bisschen weiterhelfen. Falls ja, sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich extrem freuen. Euch kostet es nichts. Und ich würde sagen, das war's jetzt von meiner Seite. Ich bin damit raus. Haut rein und ciao.